Hallo zusammen, Michi ist wieder, Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und zwar mit ein paar mehr Chars, unter anderem mit meinem Main, da war ich jetzt wieder im M-Plus unterwegs und dann habe ich mit 4 Chars, war ich quasi im LFR und dann noch, weiß ich nicht, irgendwie 16, 17 Chars, wo ich ein Zweier-Key gemacht habe und zwar fehlt mir ja, oder hat mir, muss ich viel besser sagen, das eine Item aus Althalder Sage fehlt, was mir jetzt nur in dieser Season kriegen kann. Und ja, mich hat der Upgates, einer aus dem Stream, quasi einige Male die Woche da durchgezogen, beziehungsweise ich habe dann teilweise auch selber mit Main mich mit den Twinks da durchgezogen. Und ja, wir haben das Ding gekriegt, nach wirklich einigen Tries. Wir hatten es ja die letzten Woche auch schon probiert. Und jetzt habe ich einen Haufen Kettenchars, wo wir dementsprechend den Vault aufmachen können. Da kann, also das Ding kann natürlich trotzdem drin sein, aber das brauche ich ja nicht mehr. Aber vielleicht kann ich ja ein paar Items rausziehen, die ich irgendwie upgraden kann und dann, ja, quasi doch noch ein bisschen T-Mog bekommen. Also ich kann es euch zeigen, hier das eine Item aus BFA ist jetzt endlich raus. Jetzt habe ich da nur noch Uldir drin. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Main durch. Was hatte ich denn gestellt? Wildheit? Okay. Gucken wir mal, ob der irgendein Upgrade hat. Beziehungsweise wichtiger wäre noch ein Upgrade, wo ich einen T-Mog kriege, ne? Okay. Warum habe ich jetzt... Ach so. Der hat, weil ich mit dem Main ja auch einige Keys gezogen habe, ne? Hat der natürlich jetzt auch einen zweiten Slot. Ich dachte mir gerade, ich habe doch nur einen 20er-Key gemacht. Gut, für den 20er haben wir jetzt hier Hände bekommen. Ich glaube... Hände würde ich sogar noch brauchen für den Katalysator, oder? Jetzt lass mal gucken. Vorlagen. Sets. PvP. Hier haben wir es. Hände würde ich noch brauchen. Heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. In den Katalysator packen. Und dann hätte ich gleich nochmal ein neues T-Mog-Teil. Das ist doch schon mal wunderbar. Gut. Und was haben wir für einen Key gekriegt? Thron der Gezeiten. Naja, da war ich letzte Woche drin. Lief eher so mäßig, muss ich sagen. Also es war natürlich schon in time, aber ja, es war kein smoother Run, sagen wir es mal so. Gut, wir fliegen jetzt gleich mal hoch zum Vault. Nee, nicht zum Vault, zum Katalysator, so rum. Packen das rein. Und dann habe ich das nächste Teil quasi auf 480 ist das jetzt, oder? 483? Nee, 483. Und dann auch für ein Set. Jetzt kann ich eigentlich die Hände, die ich dafür ursprünglich geplant hatte. Ich habe ja immer so Backup-Items, die ich dann, wenn nichts aus dem Vault rauskommt, quasi upgraden kann. So, also das packen wir hier rein. Gibt es das Thema? Und das ist auch für den Schaden-Upgrade, ne? Hier dann PvP-Teil an, das muss ich natürlich behalten. Wenn ich mit dem noch ein bisschen PvP mache, ist das natürlich in dem Sinne schon besser. Jetzt gucken wir mal. Also, aber fürs PvE-Gear macht das Sinn. Und, also das behalten wir. Die Hände können wir auf jeden Fall weghauen. Und das war auch alles PvP-Zeug. Gut, okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch die anderen Chars durch. So, dala. Als nächstes sind wir dann auf dem Chami. Und da können wir jetzt gleich mal reingucken. Da habe ich auch ein, zwei Sachen, die ich upgraden kann. Also ich wäre jetzt nicht traurig, wenn da ein Item drin ist, was ich nicht brauche. Und zwar habe ich einen Gürtel. Der ist ein Normal-Item-Level, heißt, ich könnte den dann auf HC upgraden. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Was brauche ich? Ach so, da brauche ich sogar noch Schultern im LFR, im Normal, beim Chami-Set. Und einen Gürtel. Warte, das ist Gürtel, oder? Taille, genau. Würde ich brauchen, aber ich meine, ich habe schon einen, oder? Ah, schaut mal, ich habe schon einen Gürtel. Heißt... Das wird eigentlich gar keinen Sinn machen. Den haben wir jetzt schon auf 460. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Weil ich habe quasi schon Gürtel im Katalysator umgewandelt und brauche eigentlich jetzt die Marken, um den abzugraden. Beziehungsweise, ich habe sogar zwei Items, meine ich sogar. Und zwar hatte ich noch irgendwo eins... Ne, den Kopf. Wo waren das? Ah, ich glaube, ne, die Hände habe ich auch schon. Schuhe auch schon. Okay, vielleicht habe ich doch nur eins. Ich dachte, ich habe zwei, die ich... Ah, doch, hier, Gürtel und Hose ist es. So rum. Wollte gerade sagen. Okay, aber dann machen wir erstmal den Gürtel fertig. Jetzt haben wir hier noch ein Upgrade-Item. Dann können wir da noch einen Ticken weitermachen. Also, dann packen wir jetzt...
das Teil hier rein. Auf 5. Ah, wunderbar. Habe ich quasi 5 Teile vom HC-Gear. Gut, und dann mal schauen, muss ich demnächst nochmal gucken, dass ich hier noch ein paar mehr Traumwappen krieg, dass wir das letzte Teil auch noch upgraden können. Gut, dann sind wir auf dem nächsten Char, einmal hier ein Hunter. Beim Hunter-Set habe ich schon relativ viel, also muss ich mal gucken, was da Schickes drin ist. Also es wären Brust-Token drin. Jetzt schauen wir mal, ob ich das Brust-Token noch brauche. Nee, ich brauche im HC-Set tatsächlich nur noch die Hände. Heißt, die können wir eigentlich liegen lassen. Das wäre wahrscheinlich für ein Schaden-Upgrade, ne? Also, dass wir hier jetzt ein höheres Teil hätten. Aber ich glaube, ich nehme dann lieber die Marken. Und kann dann nochmal was, eventuell ein T-Mog-Teil upgraden, ne? Das muss man mal gucken. Das ist, denke ich, mal sinniger. So, und die tauschen wir ein. Ding hier. Hunter-Set sieht eh schon relativ gut aus, ne? Da kann ich echt nichts sagen. Dann haben wir noch einen Evoker hier am Start. Und ja, beim Evoker-Set habe ich, glaube ich, nicht sonderlich viel. Also da sind noch relativ viele Lücken drin. Da haben wir sogar 2 Teile. Seht ihr, das ist direkt schon mal ein Tier-Set. Heißt, das ist direkt zum Upgraden schon mal verfügbar. Und da haben wir eine Hose. Ich gucke jetzt mal just for fun, wie es aussieht, ob ich die Hose auch noch brauche. Aber ich werde nämlich die Brust nehmen. Also... Naja, also ich brauche die Hose und die Brust. Gut, ich könnte die Hose auch in den Katalysator packen, es bleibt sich vollkommen gleich. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Brust. Eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnig, das drin zu lassen, die anderen Chars erst aufzumachen, aber scheiß drauf. Wir nehmen die jetzt raus und hoffen, dass wir bei den anderen Slots das nicht auch noch kriegen. So, dann kann ich die gleich hier umziehen. Und ja gut, Marken. Ich habe sogar ein paar Marken. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 45 hier. Okay, da könnte man sogar gucken. Da könnte ich sogar gleich das ein paar Marken farmen, das upgraden. Komm, das machen wir doch. Dann haben wir den nächsten Evoker. Jetzt schauen wir mal, was wir da Schickes drin haben. Eine Taille. Ich meine, Taille hatten wir schon, oder? Im HC-Set. Ja, Taille hatten wir schon. Heißt, das macht keinen Sinn. Dann nehmen wir mit dem die Marken raus. Und kaufen gleich mal die Upgrade-Dinger. Eventuell können wir sie nochmal irgendwann nutzen. So, da, la. Okay. Dann habe ich hier noch einen Schamanen. Gucken, ob wir da ein bisschen Glück haben. Wenn eine Schulter drin ist. Ja gut, hat sich schon erledigt, wenn eine Schulter drin ist. Totaler Mist wieder. Schulter würde ich sogar noch im LFR und im Normal brauchen. Und im Mythic, glaube ich, auch. Im HC. Mythic natürlich auch, aber Mythic kriege ich hier nicht raus. So, schade. Dann nehmen wir hier ebenfalls einmal die Marken mit. Gut, nächster Shami. Und haben wir da ein bisschen mehr Glück. Bitte kein Ring. Handgelenke. Handgelenke hatte ich, glaube ich, auch schon, ne? Vom Set. Schamane. HC, Handgelenke sind auch raus. Okay, dann nehmen wir hier ebenfalls die Marken. Mal gucken, ob ich später nochmal eine Brust oder eine Hose krieg und dann vorhin die falsche Entscheidung getroffen hab, ne? Aber ich bin dann zu faul, da wieder zurückzuloggen. Ich sag's euch, wie es ist. So, wo sind jetzt die Marken hin? Ich sehe sie jetzt nicht. Das liegt wieder schön dran, dass ich das Inventar nicht aufgeräumt hab. Irgendwas mit Würmen. Ach, da unten ist es. Okay. So, mit dem Drackler, wo ich vorhin das Item rausgezogen habe, habe ich jetzt nebenbei ein paar Marken gefarmt. Und jetzt müssten wir das upgraden können, genau. Der hat auch genug Würmwappen. Und dann packen wir das jetzt hier einmal hoch. Auf Item Level 467. Und da habe ich jetzt einmal das HC-Timok gekriegt. Wunderbar. So, dann fehlen nur noch 4 Teile. Dann haben wir hier nochmal einen Hunter. Mal gucken. Ein Slot hatte ich ja beim Hunter-Set noch offen. Vielleicht kriege ich das ja mit ganz viel Glück. Handgelenke. Ich meine, es waren nicht die Handgelenke. Es waren die Hände. Jetzt bin ich am Überlegen. Na komm. Nee, wir nehmen die Upgrade-Dinger.
Nehmen wir nicht die Handgelenke. Wäre zwar ein gutes Upgrade, aber man weiß ja nie, ne, was in der Season noch kommt. Vielleicht kann ich sie mal gut gebrauchen, die Marken. Gut, nächster Hunter. Vielleicht haben wir ja hier die Hände drin. Mir die Daumen. Aha, was haben wir denn da? Die Hände, ne? Jetzt gucke ich nochmal nach, dass ich keinen Scheiß baue, aber ich bin mir relativ sicher. Ja, Hände. Gut, der wird jetzt natürlich keine Marken haben. Ne? Obwohl, der hat sogar Marken. Na, seh, da, das ist das Gute, weil ich anscheinend früher schon mal die Würmwappen rausgenommen habe. Dann kriege ich das HC-Set tatsächlich fertig damit. Oder wie viel brauche ich denn? Ich brauche, das ist Stufe 1, 45 von den einen. Ah, da brauche ich jetzt nochmal 5, aber da kann ich schnell den Worldboss mit umhauen, dann sollte ich die kriegen. So, dann haben wir noch einen Evoker. Mal gucken, was wir da noch drin haben. Ich habe einen Kopf. Ich meine, Kopf ist ein Slot, den ich beim Evoker noch brauche. Jawollo. Heißt, den nehmen wir auf jeden Fall. Ich schätze jetzt mal nicht, dass ich mit dem noch großartig Marken rumliegen habe. Aber, da gucken wir jetzt einmal nach. Der hätte sogar Marken. Wenn ich noch ein paar Drachenwappen farm, dann können wir da eventuell auch das Ding einmal upgraden. Heißt, da tigern wir jetzt auch mal los. So, okay. Ich habe jetzt mit dem Hunter nebenbei mal den Worldboss noch umgehauen. Und da wollten wir noch ein Item upgraden. Das weiß ich nicht, habe ich schon angezogen? Nee, das war das hier. Und das muss ich einmal jetzt auf 5 upgraden. Und dann müssen wir es noch in den Katalysator packen. Heißt, da müssen wir jetzt noch nach Waldrocken. Sodala. Also, jetzt sind wir im Katalysator. Jetzt packen wir das Ding mal rein. Und dann kriegen wir hier einmal die HC-Version. Damit müssten wir dann auch das HC-Set voll haben. So, das können wir auch noch anlegen. Oh, der hat sonst noch kein Set-Ding an. Sehe ich jetzt gerade. Weißt du, ich fliege hier mit den Chars halt nie hin, aber ich könnte zumindest ein Zweier-Set schon mal mit dem draus basteln. Aufladung hat er ja genug. Und, wobei, ja gut, egal. Graden wir es einfach mal ab hier. So, jetzt schauen wir rein. Genau. C-Set ist jetzt auch tutti kompletti voll. Wunderbar. So, nächster Evoker. Schauen wir mal, ob wir beim Evoker-Set vielleicht auch noch was fertig kriegen. Und was haben wir drin? Natürlich einen Ring. Wäre natürlich ein gutes Upgrade, aber wir nehmen lieber die Marken und gucken, dass wir die einmal umtauschen. Weil ob ich den Char gegiert habe oder nicht, ist mir relativ wurscht. So, dann haben wir jetzt den Zeitler als nächstes. Ich glaube, der Char hatte sogar noch irgendwas, was ich upgraden wollte. Einen Ring. Nee, dann nehmen wir auch noch die Marken. So, da la. Dann muss ich mal gucken. Ach, der hatte die Brust, ne? Die habe ich ja beim anderen Char, glaube ich, genommen, die Brust, und geupgradet. Hätte man doch lieber die Hosen genommen, ne? Ach, kacke. Naja, gut, aber die haben wir jetzt schon. Heißt, das ist jetzt eher ungünstig. Naja. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch irgendwo mit einem anderen Evoker die Hosen raus. Der nächste Char, den wir haben, ist der Hunter. Und mit dem, gut, brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr, ne? Eigentlich ist es wurscht. Komm, da können wir jetzt einfach die Brust nehmen, weil die Marken brauche ich sowieso nicht. Also ich würde nur irgendwann mal was auf Mythic upgraden, aber es ist jetzt eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Shami. Da brauchen wir noch das ein oder andere Item. Seht ihr, der hat schon 3 Schilde hier vom Mega Dungeon. Da geht was. Was haben wir denn da gekriegt? Einen Stab. Ja, gut. Der ist eh Enhancer, also bringt mir der nichts. Aber jetzt lass mal gucken. Ach komm, wir nehmen die Münzen. Mal vielleicht auf Ding umschalten sollen, ne? Auf DD. So, auch die tauschen wir einmal um. So, jetzt haben wir den nächsten Shami am Start. Gucken mal, ob wir noch einen richtigen Slot rauskriegen. Das ist jetzt eine Faustwaffe. Wäre natürlich ein Upgrade aus Althaldazar. Aber ich glaube, auch hier hat der sonst noch... viele Marken hat er nicht. Aber nee, wir nehmen auch die Marken. Die
bringt mir jetzt nicht sonderlich viel, habe ich ein bisschen mehr Item-Level. Denken wir lieber langfristig, falls wir da nochmal was rausziehen. Dann können wir es nämlich gleich auf HC upgraden. So. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gespart an Marken. Haben wir ein paar Blümchen aufgemacht mit dem Dreamler hier, wo wir vorhin den Kopf bekommen haben. Und das können wir jetzt auch einmal upgraden. Und zwar ist das jetzt einmal ein HC-Teil und den müssten wir jetzt auch hier drin haben. Seht ihr? Ah, hätten wir vorhin mit der Hose nicht verkackt, ne? Wenn es nur noch zwei Teile. Ja, gut. Aber drei sind es jetzt noch, also das kriegen wir. Dann haben wir als nächstes nochmal einen Evoker. Schauen wir mal, vielleicht ziehen wir jetzt hier die Hose nochmal raus. Dann wäre das vorher gar nicht so ein kompletter Fail gewesen. Oder wir kriegen Schultern. Ich meine, Schultern waren auch dabei. Wenn mich. Ja, Schultern sind auch dabei. Sehr schön. Heißt, wir nehmen die Schultern raus. Und dann muss ich mal gucken, ob ich mit dem noch genug Marken habe, ob es sich lohnen würde, da schon mal was zu machen. Nee, hat er nicht, aber ich kann trotzdem schon mal ein paar farmen. Und eventuell kriegen wir ja dann nochmal irgendwann die besseren Abzeichen. So, dann haben wir als nächstes noch einen Evoker. Also Schultern können wir uns merken, hatten wir jetzt bei dem anderen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da noch eine Hose drin haben. Wir haben eine Schildhand. Nee, Schildhand kannst du knicken. Schildern ist eigentlich immer scheiße. Weil dann brauchst du noch eine Einhandwaffe zu. Nee, das fangen wir gar nicht an. Nehmen wir lieber die Marken. So, dann haben wir hier noch einen Hunter. Gut, da können wir jetzt nichts Tolles rausziehen, würde ich mal behaupten. Aber eventuell können wir das Gear von dem Char ein bisschen verbessern. Was haben wir denn? Einen Kopf. Na komm, den nehmen wir doch. Und da setzen wir ja tutti completti durch. Also zumindest Normal, LFR und HC. So, dann haben wir hier noch einen Hunter am Start. Und zwar mein Becky Hunter. Der hat schon relativ gutes Gear. Mal gucken, was wir da rausziehen. Da hätte ich jetzt ein LFR-Item. Das ist aber schlechter. Ich bin fast am Überlegen, ob ich das nehme. Weil vielleicht mache ich sogar noch ein bisschen was mit dem Hunter. Der hat nämlich schon ein bisschen Gear. Was hat denn der an Marken? Ja, der hat schon 60 Traumwappen, ne? Ah, der hat schon einige. Komm, dann nehme ich hier das Ding. Das ist ein. Oder soll ich noch ein paar nehmen? Wie brauche ich denn? 45? Nee, wisst ihr, ich nehme die Teile. Dann kann ich eventuell mit dem die HC auf Mythic-Teile upgraden. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich mit dem ein bisschen M+. Und dann hätte ich zumindest hier das, den Stuff schon mal. Ich glaube, das ist sinniger. Weil ein großes Upgrade wäre es jetzt eh nicht gewesen. Jetzt hat er nämlich 90. Also 2x 45, um von 1 auf quasi 4. Und dann bräuchte ich halt noch jeweils 15 von den größten, ne, um auf 5 abzugraden. Also das wird soweit gehen. Ist, glaube ich, sinniger. So, dann haben wir den letzten Hunter hier noch. Den Gully Mix. Gucken, was der noch so rauszieht. Ein Trinket. Ganz ehrlich, ich nehme das Trinket mit dem. Hunter-Set habe ich eh. Das ist mein ehemaliger Speed-Char, ne? Der hat absolut räudiges Gear. Der hat halt noch das Speed-Gear an. Seht ihr das? Wobei, ein, zwei Teile hat er jetzt mittlerweile schon gekriegt. Komm, das hier, das müssen wir aber behalten. Weil das brauchen wir für mein Speed-Set noch. Die Items. Gut. So, mit den Kettenschars sind wir durch. Jetzt habe ich noch ein paar, die einmal im LFR unterwegs waren. Unter anderem der Worry. Und was haben wir da Schickes drin? Ein T-Mog-Item. Na wunderbar. Eine Taille-Platte. Die nehmen wir schon mal raus. Für 50. Heißt, die müsste ich nur einmal upgraden. Dann würde ich gleich noch das Normal-T-Mog kriegen. Seht ihr, das ist sogar für den Char auch ein Upgrade. Das ist ja gleich noch besser. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe sogar noch ein paar Drachenwappen. 17 Stück. Heißt, das dürfte reichen, dass wir das gleich auf Normal kriegen. Und dann habe ich das nächste T-Mog. So. Wunderbar. Wurde das Normal T-Mog auch noch eingestrichen? Und dann gucken wir jetzt mal auf die anderen Chars. So, dann haben wir noch den Demon Hunter. Gucken wir mal, ob wir mit dem ein bisschen Ledergear kriegen. Klebe wäre natürlich top. Und was haben wir drin? Lederhände. Ja gut, die habe ich natürlich schon. Also, sie wären natürlich ein Upgrade.
Sogar auch schon einige von den Marken. Wisst ihr was? Mit dem Char hier nehmen wir die Hände. Oder wobei, ich könnte auch die Drachen... nee, komm, ich nehme die Hände. Scheiß drauf. Dann hat er ein bisschen einen Gear-Upgrade. Kurz überlegt, ne? Aber ich denke mal, das passt schon. Der hat genug Marken. So, dann müssten wir jetzt den letzten Char haben. Und zwar den Hexenmeister. Und auf dem kriege ich hoffentlich jetzt noch irgendein LFR-Teil raus, das ich brauchen kann. Nein, ich krieg einmal ein Set raus. Okay, das hat dasselbe Item-Level wie die Items, das ich schon habe. Also das ist eigentlich dann vergebene Liebesmühe. Heißt, wir nehmen die Marken und gucken mal, wie viel der schon rumliegen hat. Komm, wir nehmen Würmmarken. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch mit dem Opening. Waren jetzt doch einige Chars. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr nächste Woche wieder reinschauen. Da werde ich wieder einige Vaults öffnen. Wahrscheinlich nicht ganz so viele wie die Woche. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.